Und willkommen zurück zu Pokémon Game Edition Ash Story. Tja, damals zur Game Edition gab es auch den Pokémon Pikachu. Ein kleiner Schrittzähler, wo man Watt zählen konnte und Minispiele spielen konnte. Und dann später mit Pokémon Gold und Silber so ein kleines Geheimgeschehen bewirken konnte. Naja, im letzten Part haben wir Bisasam erhalten und hat sich zu Bisasknasp entwickelt und Glumanda erhalten. Was sich gleich zu einem Glutex weiterentwickeln wird, denke ich. Das sind unsere ersten drei Teammitglieder: Pikachu, Bisasknasp und Glumanda. Und schon bald werden wir auch, Chigi bekommen. Nach der dritten Arena. Aber erstmal gehen wir Richtung Bill. Schön die Knuckle-Brücke hoch, die wir erledigt haben. Das Item hier oben haben wir uns auch geholt. Von den Typen haben wir Glumanda bekommen. Und Glumanda ist vorne, sehr schön. Bin ich mal gespannt, ob die Trainer hier wie in Pokémon Rot und Blau sind. Oder ob die auch andere Pokémon verwenden. Man weiß es ja nie. Auf jeden Fall müsste er dann Macholo besitzen. Ich komme gerade vom Moonberg, meine Pokémon sind in Bestform. Ja, wenn du Macholo hast, dann sollten die in Bestform sein. Gegen Kleinstein sollte es dann hochtrainiert sein. Jetzt Macholo, Level 15. Dann sortieren wir erstmal die Attacken. Tauschen aber aus. Ich muss leider wieder das Map einsetzen. Das hat doch keine andere Chance gegen Machalo, gegen Kampf-Pokémon. Vielleicht wieder Knosp, aber. Nee, Karateschlag ist einfach zu stark. Kampf, Psycho, Geist und Drache. Ist einfach zu stark in dieser Edition. Tauschen kurz Glumanda ein, um dann mit dieser Knosp ihm den Rest zu geben. Verteidigung kann er sich stärken, wir werden trotzdem nicht fertig. Leider trank ihn nur 10k AP. Aber Dragon erreicht Level 11. Und er spezielt Wanderer. Du hast gut gekämpft. Dankeschön. Was bist du? Die Trainer dagegen kommen zum Üben hierher. Ja, ich auch. Ich werde meinen Glumanda trainieren. Und hast du Radfratz wieder? Ja. Level 15. Damit wird mein Glumanda noch nicht ganz fertig. Tickle. Aber Misty, die wir im nächsten Part bezwingen werden. Ja, da kommt gegen Pikachu an. Mit dem Kotsuki Bay. Machen wir hier mal nochmal fertig. Oh Mann. Hoffentlich geht bei dem Versuch jetzt Pikachu nicht K.O. Schnabel ist nicht sehr effektiv. Windstoß wäre ja neutral. Dragon erreicht Level 12. Metallklaue kann es leider noch nicht lernen mit Level 13. Das
wir sind ja hier nicht in Gold und Silber oder so. Leider. Ich bin einfach zu schwach, ey. Eigentlich müsste ich noch höher trainieren. Du möchtest zu Bill, aber er ist weit gekämpft. Die letzte Trainerin hier auf dieser Route, die können wir locker mit Glumanda besiegen, weil sie nur Mirabla und so verwendet, aber... hier die Punkttrainer. Oh, Onyx Level 17. Das ist gut. Dann kriegt Glumanda eventuell jetzt Level 13. Klammergriff ist natürlich fatal, wie immer. Klammergriff, Weckel. Sind unfair. Kreideschrei tut in den Ohren weh. Wenn er sein Headset zu laut dann hat. Du hast viel Erfahrung. Yep. Bin ich von 1996, wo das Spiel rauskam. Ach ne, Gelbe Edition kam erst 2000 oder so. Keine Ahnung. Fleckmann Trainer. Ah, das ist doch unser dieser Knosp. Perfekt für. Außer gegen Konfusion. Oh, da hat es fast ein One-Hit kassiert. Und es ist tot. Schade, Schokolade. Jetzt muss Sparky ran. Auch nicht schlimm. Geh ich halt gleich einmal zurück und heile meine Pokémon auf. Rucksack-Hieb und K.O. Level 13. Sehr schön. Ich bin dir nicht böse. Oh, mir doch egal. Liegt irgendwas? Ne. Ah, schade, dass wir noch kein Fahrrad haben. Aber ich kann ein paar Mal so machen. an der Schwester Dirk kommen wir erst vorbei, wenn wir Bill besucht haben. Aber dazu kommen wir ja erst später. Danke, deine Pokémon so wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Und wir von außen rumgehen. Ja, der Typ, der ist lustig. Ich dachte früher, er hat einfach nur eine hohe Frisur. Aber was hat er? Der Höhle hinter seinem Kopf. Peinlich, ich weiß. Also war man halt mit schwarz-weiß Grafik und 10 Jahren. Hey, mein Kumpel schwul, cool. Hihi. So. Nidoran, männlich. Los, Dragon. Das schaffst du. Verteidigung sinkt. Volltreffer, sehr schön. Hornattacke. Fuck it. Tut mir leid. Aber also. Warum zieht Hornattacke so viel ab, ey? Jederin weiblich. Ich habe leicht damit gerechnet, dass Hornattacker so viel abzieht, ey. Ich wäre fast K.O. gegangen mit meinen Glumanda.
Also muss ich zwischendurch wirklich Offscreen trainieren, damit ich wieder Ausgleich habe. Ich trainiere jetzt Pokémon, die gleich zum Team gehören, nebenbei. Nur damit die Pokémon, die zum Team gehören, trainiert werden. Aber ist so. Sieht der Würfel reicht Level 16. Ist nicht geplant. Ein Trank fällt immer da. Weil ich nicht nochmal zurückrennen muss vor dem letzten Trainer. Der Wanderer. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Hier werden wir nochmal darauf hingewiesen, dass wir auf dem Weg zum Pokémon-Sammler sind. Fände ich ja ganz nett, aber eigentlich unnötig. Ich meine. Naja. Gary hat es uns ja schon verraten. Und somit ist es eigentlich logisch. Krankenhieb gegen Kleinstein, dann ist K.O. Ich freue mich schon auf Rasierblatt. Und im Gegensatz zu Pokémon Rot und Blau kann Glurak nämlich Fliegen erlernen. Ja, in Blau und Rot nicht. Aber in Gelb schon, wegen der Serie. Weil er schon mal auf Glurak, wenn auch sehr spät geflogen ist. somit, jo. Brauche ja keinen Taubos oder so. Gegen Macholo setzen wir nochmal Dragon rein. Dann ist es bei Level 15. Und tauschen zu Catchy zurück. Weil es wenigstens eine Chance gegen Macholo hat. Da Windstoß ja keine Flugattacke ist. Eine Normaltyp-Attacke in der Generation hier. Naja, wir nehmen auch zwei. Hollow ist besiegt. Und wir setzen nochmal Glumanda ein. Unser unser Dragon. Um zurück auf Flora zu gehen. Mit dieser Knosp und Pikachu werden wir auf jeden Fall Misty besiegen. Ich werde dann nachher noch offscreen meine drei Pokémon auf Level 20 bringen. Wahrscheinlich. Und in der Arena. Damit ich in der Arena bestehen kann, so. Ganz einfach. Ich bin richtig cool, ich habe eine Freundin. Schön für dich. Willst du jetzt angeben? Ratfratz. Warum, ey? Hyperzahn, eieiei. Donnerschock. Und da ist gleich Rezepier einsetzt, dass wir selber auch zurückgehen. Rentan, da setzen wir Glumanda ein. Glumanda hat eigentlich nichts drauf. Eigentlich müsste Glumanda es schaffen. Außer setzt Wickel ein. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber nicht weiter schlimm. Wir sind auch gut in der Zeit. Außerdem ist es ja ein Wochenendprojekt. In einem Wochenende ist mir egal, wie lang die Fahrt sind. Nur wenn irgendwann meine Pokémon Gold Parts ausgehen, weil ich so voll bin aufzunehmen, wird das hier zwischengeschoben. Einfach so. PM19 ist Geowurf.
Und Geowurf. Ich fand das früher immer sehr stark, weil es so viel abgezogen hat, aber eigentlich zieht das doch nur 40 KP ab. Ist das in diesem Spiel auch so? Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Denn ich habe gerade keine Ahnung, ob es in der nächsten Generation auch so ist. Ich werde zwar erst in einem Jahr oder so eine Antwort darauf bekommen, aber naja. Während der Party rum ist, ist es schon 2013. Obwohl ich es jetzt an Silvester Tag 2012 aufnehme. Und ein Sander. Wir bleiben kurz drinnen. Tauschen auf dieser Knosp. Unsere Flora. Und mit Trankenhiebe ist dann besiegt. Und Dragon erreicht Level 16. Ich schau kurz was auf. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Hey, Dragon entwickelt sich. Und wie im letzten Part versprochen, hat sich unser Glumander am Ende der Route weiterentwickelt. Naja, das ist die letzte Trainerin, aber die sollte kein Problem werden für Lutexo. Hyrabla! Los, Glutexo, Glut! Absorber. Lächerlich. Nochmal Glutattacke. Später bringe ich ihm noch Schlitz dabei. Dann hat das eigentlich die stärkste, Attacke im Spiel. Immerhin wurde ja, Snubbelikard ist mit Schlitzer overpowered in dieser Generation. Es wurde ja auch aus den Online-Kämpfen aus Generation 1 gebannt. Wegen Attacke Schlitzer, weil es so eine hohe Volltrefferchance hat. Das Nobilikat ist ja von Typ normal und hat das dann mit Stab, 70er Angriff, Stab und Volltreffer. Das sind 210 Stärke. Ah, Pikachu die Fragezeichen. Ich weiß nicht, wer das wohl sein mag. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémon, ja. Glaubst du nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus, hörst du mir? Jupp. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja, pass auf, Pikachu. Ash hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Wir haben da drin. Klasse, danke, Kumpel. Du hast mir bei etwas gut. Du bist hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen. Nein, das ist schade. Wie kann ich dir deine danken? Nimm einfach das. Oats-Ticket.
schreibe kurz auf. Hier, Ash hat ein Bootsticket. Nora nennt sich die Anker dann großes Kreuzfahrtschiff. Die MS Anne an Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Komm, Pikachu. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich einfach rausgelaufen wäre. Okay, wir gucken uns ein paar seltene Pokémon an. Lieblings-Pokémon. Hey, das könnte auch meine Lieblings-Pokémon sein. Also ich mag die Evolutionsstufen von Evoli. Und verwende sie wirklich sehr oft. Aber in diesem Let's Play wird keins davon vorkommen. Ich werde mir zwar ein... Kann man hier überhaupt Evoli holen? Naja, wie auch, wie dem auch sei. Falls es Evoli gibt, werde ich es mir wahrscheinlich holen, aber es nicht entwickeln oder sonstiges. Sondern einfach nur auf die Box legen. Wir gehen jetzt hier unten der Route lang zurück nach Azuria City. Wasser in schön blau. Schwester Joyce Wettergang. Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Stopp, Schwänze. Nun ja, wir heilen unsere Pokémon, machen sie wieder fit. Dann gehe ich nochmal im Pokémon-Markt Getränke kaufen, offscreen, und trainiere meine Pokémon offscreen, noch bis Level 20. Also Pikachu, Lutexo und dieser Knosp. Ja. Also bis dann und ciao.